Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Call of Duty World at War 2. Wir spielen die fünfte Mission, Befreiung, und ich wünsche euch viel Spaß. August 1944. Es ist soweit. Wir befreien Paris. Die 2. französische Panzerdivision und die 4. US-Infanteriedivision treffen bei Dämmerung ein. Heute Nacht geht es los. Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das Ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf Sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite in Kasserine. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Ein Kontrollpunkt. Genauso. Wir fahren ja schon. Dieser Albtraum ist bald vorbei. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Das ist unsere einzige Chance. Den Insider anzuwerben hatte einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Wer hat sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Guten Abend. Danke sehr. Gehen Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Bitte sehr. Da. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Bei einer anderen Stimmlage, alles klar.
Gerda Schneider, Hamburg. Franz Spiegel. Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Essen nicht mehr sehen. Was würde ich für eine ordentliche Bratwurst geben? Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Für wen arbeitet er? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Otto hat bei den Frauen genauso viel Pech wie beim Karten. Der Oberst ist gerade gegangen, um eine Besprechung vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. Oh Gott. War mir ein Vergnügen. Reichen Sie den ersten Stock. Wenn ich mal beim Essen darüber sprechen? Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Dieses Treppenhaus ist geschlossen. Wo? Ich habe meine Prüfung von der Waffenkammer 5 abgeschlossen und kann 16 Stangen Dynamit, 2 Schaltschalter. Ah, okay, alles klar. Okay. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Fischer. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Okay. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Okay. Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein.
Okay, folgen wir dem mal. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Okay. Cool. Dankeschön. Ja, gut. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? So viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine Haut. Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir. Schon noch. Will uns jetzt verführen, oder was? Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Also, Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, Herr Gruber will, dass Sie nach Berlin zurückkehren. Ach ja, Fräulein Schneider. Und ich dachte, dass Herr Spiegel Sie geschickt hätte. Naja, konstant ist nur die Veränderung. Uns bleibt nur, uns anzupassen. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Die falsche Antwort. Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Ortolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft, frisst er unentwegt. Dann trinkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Danke, Typ, Alter. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Ja, wir sind so am Arsch. Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. So! Stirb, du Schwein. Das ist für meinen Sohn. Das ist für mich. Vive la résistance.
RIP, würde ich sagen. Ja, Heinrich ist nicht mehr aus seinem Leben dann. Jawohl. Wir so ein Dokument. Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Gehen Sie. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Egal! Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Ich glaube, wir müssen gleich abhauen irgendwie. Seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ja. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Dankeschön. Sie enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Hier sind Ach, wirklich? Alle alarmiert. Sie haben unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze platziert sind. Mhm. Ich muss leise sein. Und Charlie. Soll ich welche platzieren? Platzieren. Rüstung optional. Ja, verpiss dich, Alter. Das Hund, Alter. Braucht man gerade nicht. Sollen da unten sein? Sie werden uns überrennen. Gehen Sie zum Tor. Ja. Platzieren Sie die Ladung. Da. Nur noch eine. Gute Arbeit. Platzieren Sie jetzt die letzte Ladung am Südtor. Das ist ein Gegner, okay. Wow, ein Schuss, Digga, echt jetzt? Boah, du Drecksköter, Alter, du bist hier ganz schlecht. Muss mich erstmal heilen jetzt hier.
nichts ist. Sorry. Muss hier mal vorbei. Und ran da. Jetzt liegt es bei Ihnen und Ihrem Team, Daniels. Hey, jetzt kein Bock, die ganzen Leute zu töten. Wir sollten gehen. Nicht schießen, bis die Tore offen sind. Bereit halten. Alles klar, das ist unser Signal. Ich greife wieder an, das sieht ein bisschen aus. Granate geworfen! Oh fuck, das war so dämlich. Sorry. Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten gehen. Nicht schießen, bis die Tore. Zeigt es ihnen! Werfe Granate! Granate geworfen! Weg vom Auto, ey. Duckfish. Granate! Loch gibt's nicht. Gib mal her, Munition. Danke. Batman, ich brauch dein Medikit. Danke. Verdammt. Weiter geht's. Ja, Felix, ist okay. Kannst, darf sich freuen. Wo sind sie? Oh Gott, echt nicht? Komm schon, das ist ein Nazi. Nazis töten. Hey Felix. Aber zu wem winkst du eigentlich? Da ist keiner. Sergeant, ich brauche Ihre Position. Crowley. Ich
Was? Kapelle? Also gehen wir jetzt hier rein, oder was? Wie kann sie das Gebäude? Wahrscheinlich das hier, ne? Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Der Deutsche ist noch drin. Hier. Rousseau, wir brauchen da drin Rauch. Pamphlinte. Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Feindliche Verstärkung gekommen. Gehen wir es an. Bereich gesichert. Oh, ne. Ah, gut, dann nicht. Raum sicher. Wir brauchen Verteidigung. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben. Oder weniger. Wenn sie zu nahe kommen, nimmt die Molotovs. Hab ich. Die gesamte Stadt kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft. Sie werfen Rauch auf die Straße. Okay. Da kommen sie. Daniels, ziel auf den Fahrer. Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind. Scheiße. Eine Granate! Du aber nicht, mein lieber Freund, ja? Die Mollos. Da. Was? Ach, da Molotov, ne? Brennt so schön da oben. Bin dabei. Oh, war doch erfolgreich, ne? So,
sammeln sich mit ihrem Trupp. Okay, in die andere Richtung läuft. Ja, ist okay, ihr könnt auch Florian und Frank. Ja, schön für euch. Du, Leon. Anna, Vincent, Jacques, Dorian, Luke, Mark. Das man läuft wie. Keine Ahnung, wie er läuft, Alter. Ich bin bescheuert auf jeden Fall. Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben. Ich weiß. De Gaulle's Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns. Hey, Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid. Das sollte dich nur aufhalten. War ja klar. Stadt des Lichts. Sehr schön. Finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Turners Job. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bewertet das Video, bewertet den Part. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch so zocken kann und so. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao.